Hallöle! Na, seid ihr auch im Stress? Weihnachtsstress ohne Ende. Wir auch. Wir machen uns natürlich immer noch Gedanken, wo wir euch dann irgendwo hinfliegen werden. Heute machen wir mal so eine Routine. Wir sind heute mal Innsbruck und aufgrund der Nostalgie und Anfrage werden wir mal in Tegel landen. Ja, den Airport vermissen alle. Soweit ich die Gäste auch hier im Flugsimulator Berlin habe. Die trauern alle, dass sie Tegel zugemacht hat. Deswegen habe ich mir gedacht, wir fliegen jetzt in Innsbruck los und werden natürlich in Tegel landen. So, Geheimtipp, die Strecke Tegel-Innsbruck gibt es ja nicht mehr so in der Form, wie wir sie damals hatten. Also, wir werden die Strecke Schönefeld fliegen und von Schönefeld gehe ich dann mit einem kleinen Turn Richtung Tegel. Natürlich die ganzen Checks, die wir wieder hier abarbeiten müssen, ne, dass man alles im Vorlauf hat hier und Passagiere sollten einsteigen. Da haben wir dann auch die Türen auf und ja, dann werden wir auch unsere kleine Hilfsturbine wieder in Betrieb nehmen. Die brauchen wir natürlich auch, um nachher die großen Triebwerke zu starten. Die EPU, Übersetzung dazu, Auxiliary Power Unit, das haben wir auch soweit fertig. Dann switchen wir nochmal auf unsere Systempage rüber, ob wir da auch die Hydraulik nachher zuschalten. Die läuft jetzt hoch, damit wir nachher in der Lage sind, auch zu sehen, ob unsere Steuerelemente auch dementsprechend funktionieren. So, dann stehen wir in Innsbruck. Ja gut, das wissen wir, aber das weiß unser Flieger nicht, deswegen Positionen Lima, Oscar, Whisky, India. Ich mache es wieder so, dass ihr natürlich wieder alle mitspielen könnt. Wir stehen am Gate 9, mal gucken, ob er das macht. Jo. Dann gehen wir von Innsbruck nach Tegel. Echo, Delta, Delta, Tango. Das war meine Lieblingsabkürzung der Location Indicator. Wir starten auf der 26. Und dann habe ich auch mal die Strecke mir kurz ausgedruckt. Das geht dann über Rattenberg. Dann haben wir Kogol, wird die nächste. Und dann haben wir auch eine Luftstraße, die Mike 726. Mike 726. Und die führt uns dann bis Maha. Mike Alpha Hotel. Dann die nächste Luftstraße, Lima 132. Lima 132. Und bis Agnaf. Dann gibt es ein Direct auf Galvi. So, und wir hoffen natürlich auch heute wieder, dass alles so weit läuft, damit wir hier auch nicht eine große Störung haben. Gaffli war das, siehst du? Falscher Buchstabendreher, schon nimmt er das nicht und das ist auch gut so. Ja, ja, wenn hier Fehler auftreten, dann hätte ich natürlich auch eine Unterstützung hier. Die suchen wir verzweifelt noch. Mein Co-Piloten, also Gaffli heißt das. So, da müsst ihr das auch nehmen. Siehe da, es funzt. Und dann haben wir noch eine Luftstraße nach Tango 203 und die geht bis Atkop. Und von da aus werden wir schon nach Tegel rüber switchen. Mal gucken, ob wir dann Departure kriegen oder ein Arrival. Wir starten auch nachher in Tegel, also kann man auch ein Departure anklicken. So, wir gehen auf die 26 rechts runter. Über. Hat er nicht? Nehme ich mal die erste hier. Mal gucken.
was wir da haben. Dann zimmern wir uns die Strecke zusammen. AdGUP hat er auch, siehst du, Akudi, alles ist wunderbar. Da können wir auch einen Wegpunkt nachher rausnehmen. So, Strecke haben wir soweit fertig. Natürlich Rücksprache mit unserem Personal in der Kabine. Ob denn unsere Passagiere schon alle sitzen, dann würde ich natürlich auch die Okays kriegen hier von meiner Kabine. Und die würden mir sagen, dass wir dann so langsam aber sicher die Türen zumachen. So, dann werden wir unsere Systeme mal gucken, dass sie unter Druck stehen. Sehen wir auch, wenn ihr auf die Systempage geht. Ja, das haben wir auch. Und natürlich die Ruder. Das ist wieder erforderlich, dass ich hier mal ein bisschen vorrutsche. Also die sehen wir auch, funktioniert auch. Dann können wir auf unsere Engine Page gehen. So, das ist auch super. So, Anti-Collision Light an und wir hoffen, dass unser Pushback-Truck dann auch hier gleich in der Position steht. Soweit haben wir hier alles abgearbeitet. Und dann werden wir mal gucken, ob der arbeitet. So, wir gehen. Bremse weg. So, dann werden wir mal die rechte Turbine starten. Ja, hier in Innsbruck ist gerade Waschküche. Aber auch mit sowas müssen die Piloten klarkommen. So, dann können wir jetzt mal stehen bleiben. Dann starten wir Nummer 1. (21, 22) Ja, wenn man hier alleine im Cockpit rumtobt, dann guckst du lieber zweimal, ob du nicht vergessen hast. So, beide Turbinen stabil. Ich gehe auf den Normalstart zurück. Die großen Triebwerke übernehmen Strom, Hydraulik. Das kleine schalten wir ab. Und dann werden wir hier die Scheibenheizung aktivieren. Dann gucken wir, ob unsere Gäste auch in der Kabine ein bisschen Luft kriegen. Ja, unsere Take-off-Sektorschaltung, ja, die haben wir auch. Okay, das passt also auch. Ja, dann hoffen wir, dass wir die Clearance kriegen von unserem Tower. Der wird dann sagen, eure Bertu Tour Date. Taxi Duran, wir holen die Position 2-6. In diesem Fall stehen wir in Innsbruck. Taxi Lights on. Ja, und wir werden natürlich hier in Innsbruck nicht von der Einmündung aus starten. Nein, wir brauchen ja ein bisschen mehr Startbahn. Das heißt, wir müssen in so einen genannten Wendehammer texeln. So, dann machen wir zwischendurch unsere Programmierung fertig. Also, wir gehen auf Flugfläche 370. Das hat er gerade ausgerechnet. Dann haben wir hier
ein bisschen Sommer. Mit 9 Knoten. So, dann haben wir die Kira zum Reinrollen. Dann brauche ich die Flight Controls noch. Also man muss da mal so ein Schema entwickeln, wenn man hier alleine rumtobt, was machst du zuerst? Die Programmierung fertig, damit wir dann also ohne Störung auf unsere Flugfläche kommen. In diesem Fall Flugfläche 370. Die stellen wir also auch hier ein. Ja, und soweit ich von der Regie gehört habe, einer hat es schon geschafft, in die engere Auswahl zu kommen. Da werden jetzt Termine abgearbeitet, wann ich diesen Kollegen dann hier als Gewinner von unserem Adventsspiel an meiner Seite habe. So, dann machen wir schon mal unsere Lichter an. So, da brauchen wir die Flex. So, da sollte uns am Start nichts mehr Wege stehen. Also wir fliegen jetzt ins Nichts. Das heißt also ein bisschen Minimums haben wir, dass wir auch sehen, wo wir langrollen. Also wir haben so ein bisschen Nebel hier. Jetzt guckt man natürlich, dass wir rauskommen aus der Suppe. So, erst Big Loading. 100 Knots. V1. Und Rotate. Positive Red, Gear Up. Ja, wir nehmen natürlich die höchste Steigrate ein, die wir so kriegen, weil wir haben ja noch ein paar Berge hier. Und noch fliegen wir die Kiste manuell. Ja, da muss man auch wieder auf viele Sachen eben im Auge behalten. Geschwindigkeit, Steigrate und unseren Kurs, weil wir ja noch manuell fliegen. Und dann gehen wir auf unsere Sitz, auf unsere Abflugstrecke. So, ein paar Berge sehen wir schon wieder. Ja, ab und zu darf er das mal. Wenn du diese Kurve nicht so abrupt machst, ja, dann kann man schon mal sagen, passagierfreundlich. Ab. So, da haben wir gleich 10.000 Fuß. Ja, ab und zu darf er das mal.
So, dann heißt es für uns Level Off. Das heißt, wir gehen jetzt wieder auf unseren FMC. Und geplante Reiseflughöhe 370, 37.000 Fuß. Und für alle, die sich gerade dazugeschaltet haben, wir fliegen nach Tegel. Ja, auf Wunsch vieler Nostalgiker, sage ich mal. Ja. So, wir werden auch hier ein paar Wegpunkte wieder eliminieren, damit wir dann ein bisschen schneller sind. Natürlich geht das nur in Absprache von der Flugsicherung. Ja, und nächster Zukunft ist nochmal geplant. Da werden wir noch was überarbeiten, dass wir nochmal die griechischen Inseln abfliegen. Und zwar Rhodos wäre da noch geplant, auf Wunsch nochmal Samos, der so ein bisschen tricky anzufliegen ist. Vielleicht schaffen wir das morgen, aber da muss unser Mechaniker noch was testen. So, da sind wir aber 10.000 Fuß, dann gehen wir so langsam auf die Achso, ja, also für den Adventsspiel einen Delinquenten haben wir schon. Ich das noch vergesse, da wird wahrscheinlich noch einer oder zwei ausgelost, ich weiß nicht genau. Und da werden auch Termine vereinbart, wann denn unsere Gewinner hier live mit mir zusammen bei Twitch sind. Und dann machen wir mal eine Session zusammen. Das heißt, ich lasse den angehenden Co-Pilot mal ruhig ein bisschen selber arbeiten, dass man mal sieht, was hier so alles abzuarbeiten ist. Ja, für alle Homefreaks zu Hause, ja, mit auf dem Simulator rumheizen. Zu Hause mag das ja vielleicht alles so schön leicht aussehen, Tastatur und Maus. Aber hier habt ihr eben die realen Arbeitswege. Das heißt, wir müssen natürlich nicht nur Taste drücken, sondern auch die Wege zurücklegen, um die entsprechenden Elemente zu aktivieren oder deaktivieren. Natürlich auch hier den Flight Management Computer, den wir haben. Das sind alles Sachen, die wir hier im Auge behalten muss. Natürlich machst du ein richtiges Briefing vorher und den Check. Und beim Briefing wird schon abgeklärt, wer was macht. Einer macht den Funk hin, einer macht den Funk zurück. Papierkram, ja, macht meistens der Kapitän. Der kriegt auch ein bisschen mehr Taler als wir. Aber ausgebildet dafür sind auch beide, dass der Co-Pilot den Papierkram auch mal abzeichnen kann. So, wir sind jetzt die Standard-Departure-Strecke abgeflogen aus Innsbruck. War ein bisschen wiesig, ein bisschen Nebel. Jetzt sind wir hier ein bisschen oben drüber, aber den Wolken sieht immer schön aus. Ich weiß nicht, ob ihr so alles mitkriegt bei euch auf dem Monitor. Ja, da bleibt euch nichts weiter übrig, mal live herzukommen. Und dann kann man sich das ja mal hier angucken. So, vielleicht macht euch noch einen kleinen Stichpunkt. Am 14. Dezember. Da ist nochmal mein Kollege Seid. Der arbeitet auch bei einer großen Airline, fliegt auch hier mit Gästen spazieren und der wird euch dann auf einer Session im Twitch begleiten. Also nicht vergessen, der ist dann an meiner Stelle hier und ich werde da vielleicht die nächste Woche drauf, je nachdem wie das mit den Feiertagen ist. Da kann es mal sein, dass wir vielleicht eine Auszeit nehmen, aber da wird euch die Regie noch in Kenntnis setzen, wann wir denn den Dienstag oder Mittwoch nicht auf Sendung sind.
Oder ich habe bis dahin einen Kollegen, der mich hier vertritt. Da sind wir noch fieberhaft am Arbeiten. So ein bisschen Zeit ist. Man guckt sowieso mal in die Runde rum und man sollte natürlich Heading immer nachführen, falls von der Flugsicherung doch mal eine Streckenänderung kommt, was mal passieren kann. Bis jetzt sieht alles gut aus. Und dann hoffen wir auch, dass das so bleibt. Ihr habt das schon mal mitgerichtet, dieser wunderschöne Simulator, den wir hier haben, der hat auch manchmal ein Eigenleben. Aber gut, auch damit muss man ab und zu mal zurechtkommen. Ja, soweit ich das weiß, werden wir in Tegel auch so durchwachsenes Wetter haben. Und ja, wir werden mal gucken, wir lassen uns überraschen, was denn die Meteorologen für uns auf Lager haben. Wenn es eine deutliche Wetteränderung gibt auf dem Flugweg, dann kriegen wir das natürlich auch mit. Bei den neuen Fliegern hat man auch hier in der Mittelkonsole ja wie so eine kleine Kassenrolle. Da kann man also Nachrichten empfangen über AKAS und zum Beispiel Wetter oder wenn sich was ändern sollte. Ich kann es auch über Funk mitkriegen. Dramatisch Änderung wäre dann, würde mir die Flugsicherung Bescheid sagen auf unseren Flugweg, dass wir dann Berlin Sturm und Wind haben, was ich jetzt in dieser Jahreszeit nicht vermute. So, von der Planung wäre dann Tegel und wir werden auf der 26 rechts landen. Ja, die ist ein paar Zentimeter länger als die 26 links. Und von Tegel werden wir nochmal einen kleinen Streckenflug nach Leipzig machen. Und da braucht man nicht so viel eingeben. Das ist ja nur so ein kleiner Hüpfer. Aber auch die großen Strecken mal eben hier abfliegen, dass hier auch ein paar Leute in der Lage sind, das mal so ad hoc mitzukriegen, was ich denn hier so einprogrammiere, wenn es nur auf kurze Strecken geht. So, auf alle Fälle, wenn ihr mal so in das Navigationsdisplay guckt, es geht nach Norden. Wir fliegen also 350 Grad. Ja, manche von euch fragen natürlich auch hier, ob wir dementsprechend Verkehr haben. Okay, das ist Sache der Flugsicherung. Klar kommen hier ab und zu mal ein paar Flieger vorbei.
Das macht man auch zu Übungszwecken, wenn die Piloten zum Training reinkommen, weil es kommen tatsächlich rechte Piloten hier zum Training von irgendwelchen Airlines und die gehen anschließend nach Schönefeld, machen da einen Checkflug und falls da mal so ein Flieger kommen sollte, dann hat man den auch hier auf dem Radar. Ich kann ja mal einen abrufen, dass man das mal sieht. Mal gucken, wo der gerade rumkommt hier. Das habt ihr den auf dem Radar. Ne? Der passiert uns gerade, der kommt jetzt von rechts nach links. Und wenn ihr mal auf dem Fenster guckt, da tobt er gerade vorbei. Vielleicht seht ihr den auch. War schon ein bisschen nah, ne? Traffic. Ja, grüß dich, Foxtrot 737. Ja, wir machen heute mal Tegel, weil viele euch gefragt haben. Na, also, auch wenn unsere Gäste hierher kommen und Sessions buchen, na klar, wir fliegen vorwiegend in Tegel weg, weil wir wollen uns nur ungern von diesem Flughafen direkt hier verabschieden. Klar, wenn jetzt Gäste von Schönefeld fliegen wollen, dann machen wir das natürlich auch. Aber Tegel bleibt unser Favoritenflugplatz, den wir hier haben, weil das damals die Zeit, auch ich da geflogen bin, einfach super war. Ja, ich hatte es ja vorhin schon erklärt, die direkte Strecke von Innsbruck nach Tegel kriege ich nicht mehr. Also von der Planung, ich bin jetzt in der Richtung Schönefeld unterwegs und wir werden dann schon Wegpunkte, die ich jetzt hier noch habe auf dem FMC, nach Tegel filmen, dass wir dann auf der 26 rechts landen. So, wir haben unser Flight Level erreicht. 370. Und man kann ja auch wieder, wie schon mehrmals versucht, so ein bisschen wieder was an der Geschwindigkeit manipulieren, dass wir den vielleicht ein bisschen schneller machen, ohne dass wir gerade in den roten Bereich kommen. So. Also für alle zum Mitschreiben, ihr geht, wenn ihr den FMC habt zu Hause, von der PMDG, das ist die Boeing, die auch schön übergebracht wurde von der Firma PMDG, also hier auf dem Flight Management Computer, dann geht ihr auf die Cruising Page und dann gibt ihr eine andere Geschwindigkeit bei Target Speed ein und dann werden wir die aktivieren und dann mal gucken, was passiert. Na, ein bisschen ist er hochgegangen. Ne? Also wir verbrennen jetzt ein bisschen mehr Sprit und sind dann schneller auf unserem Lieblingsflughafen in Tegel. Und wenn wir dann im Anflugverfahren sind für Schönefeld, werde ich auch ein paar Wegpunkte eliminieren, dass wir dann also näher an Tegel rankommen. Jo, Onke Puh, Happy Fly gewünscht. Na klar, danke dir. Und wieder ein paar neue Twitcher auf der Plattform, seid gegrüßt. Und guckt doch bitte mal noch bei Instagram vorbei. Ich weiß das nicht, wie lange unser Adventsspiel noch geht. Ich glaube, dass wir doch am 24.12. auch noch eine Auslosung haben. Ihr könnt ja mal versuchen, da was zu machen. Vielleicht kriege ich noch mal ein bisschen Information von unserer Regie. Ja, ich habe es da nicht selber reingeguckt, ob wir da noch weitermachen. Dass also mehrere von euch hier mal ins Cockpit kommen. Mit einem haben wir schon Termine in Angriff genommen. Und ob das noch dieses Jahr wird, weiß ich nicht. Ich sag mal so, wir haben jetzt sehr viele Veranstaltungen hier. Und da suchen wir natürlich auch Flugbegleiter, Flugbegleiterinnen, dass die uns hier bei den Veranstaltungen auch so ein bisschen helfen. Also klar, unsere Flugbegleiter brauchen natürlich keine Lizenz. Die werden dann hier natürlich angelernt von unserem vorhandenen wenigen Personal. Und das wollen wir ja ein bisschen aufstocken.
Na, wenn ihr auch hier bei Twitch seid, ruhig mal den Kanal vielleicht abonnieren. Dann habt ihr eine Chance, so bei Instagram auch so ein bisschen da nach vorne zu kommen. Und dann hat man vielleicht mal Glück, in die nähere Auslosung zu kommen. Oh ja, auch ein schöner Wegpunkt, den wir hier haben. Lass mich in Ruhe. Naja gut, also ein bisschen Spaß muss sein. Hey Foxtrot 737, das wäre super. Also das spielt gar keine Geige, ob der jetzt eventuell ein anderes Muster fliegt. Ich sag mal zu meinen Schülern, was jetzt Hubschrauber anbetrifft, das ist ja die widernatürliche Art, sich in der Luft fortzubewegen, sagt man so, ne? Aber du gerne, wenn der Zeit hat, für das Wochenende, ja, keine indirekten familiären Verpflichtungen, dann würden wir gerne mal mit ihm reden, ob er dann hier was machen möchte, na klar. Ach so, der hat sogar eine 737-Lizenz. Also her damit. Na, würden wir uns natürlich freuen, wenn der Zeit hat und es ist für ihn auch beruflich machbar, dass wir hier so ein bisschen Entlastung haben für unser vorhandenes Personal. Also ich. Ich mache es auch gerne, klar. Und dass ich dann die Chance habe, vielleicht im neuen Jahr wieder mal in ein reales Cockpit zu kommen. Ja, also dieses Jahr war ein bisschen tricky. Ich muss natürlich ein paar Checkflüge machen, um es wieder meine Lehrberechtigung zu aktivieren. Also da hoffe ich, dass ich dem nächsten Jahr ein bisschen Zeit habe, dass ich da wieder legal bin. Gut, Lizenz habe ich ja noch, fliegen ist kein Problem. Aber mit den Schülern hapert es jetzt, weil die Lehrberechtigung nochmal neu aktiviert werden muss. Luftrecht. Ja klar, wir können da noch mal einen kommen lassen. Ne? Dann lassen wir den mal hier frontal auf uns zukommen, den Flieger. Damit der doch ja nicht so langweilig wird hier. So, ihr guckt mal aufs Navigationsdisplay. Descend. Descend. Ja, brauchen wir eigentlich nicht machen, ne? Weil der ist 500 Fuß über uns. Also wenn ihr seht, plus 0,5. Dann ist der über uns. Aber diesen Kondolenzstreifen, den sehen wir schon vor uns. Na klar, Kondensstreifen, na klar. Ne? Husch und vorbei, da ist er. Ne? Das passiert doch im realen Leben natürlich auch sehr oft. Traffic, Traffic. Clear of conflict. Der Foxtrot 737, der braucht sich bei mir gar nicht melden. Der kann sich gleich an die Direktion wenden. Gib ihm einfach die Durchwahl von unserem Dispatch. Und ja, da wäre natürlich die Planung von Vorteil, dass er dann gleich mit einem, der verantwortlich hier ist, unserem Chef nämlich, da mal reden kann. Würde ich mich freuen, klar. Ja, es stehen ja noch diverse Updates hier im Raum, die jetzt demnächst ausgeführt werden. Da wäre zum Beispiel Barcelona, Köln, Düsseldorf. Das sind die Sachen. Hannover und Wien brauchen wir noch. Das ist schon mehrfach aufgetaucht auf der Plattform Twitch, dass wir die auch mal abfliegen, die Strecke. Und wenn ihr mal selber Vorschläge habt, eine Strecke, kein Problem. Aber die sollte nicht länger als eine Stunde 30 bleiben. Also guckt euch das mal an. Weil wir haben immer vor, mindestens zwei Strecken für euch zu fliegen. Und natürlich wollen wir euch noch ein bisschen ein paar Sachen erklären, die hier auch im Cockpit zum Tragen kommen. So, dann gehen wir mal wieder auf unsere Systempage rüber. Naja, 149 Meilen haben wir noch bis
zum Top of Descent. Also knappe 20 Minuten und dann könnt ihr euch alle auf Tegel freuen. Ja, ich weiß nicht, ob ich gerade gehört habe, hier also ja, viele Simulanten, die zu Hause da ein bisschen rumsimulieren, dass es Tegel für den 2020 gar nicht mehr gibt, weiß ich nicht. Ja, ne? Was soll ich dazu sagen? Man will ja auch nichts vorschreiben. Also bei uns ist der noch aktiv, der Flughafen. Ja gut, wir fliegen ja hier auf Prepare 3D, ist die Version 4.5. Die könnt ihr euch mal angucken, da gibt es eine Webseite, die heißt Lockheed Martin und der vertreibt diese Plattform, auf der wir hier fliegen, Prepare 3D 4.5. Soweit ich weiß, 199 € kostet die nackte Version. Ja gut, und dann müsst ihr natürlich die AirPods alle dazu haben, auch die Tapete, sage ich mal, also die ganze Tapete, die quasi die Welt umspannt, ne, die ganzen Elevations, die wir haben, dann die Sektoren, die Areas, wo ihr fliegt, ja, Norddeutschland, Süddeutschland, was wir hier haben. Und natürlich die Flugplätze. Ja gut, da kann man schon mal so sagen, Pi mal Daumen pro Flugplatz bist du schon 30 bis 40 Euro los. Also das ist eine kostspielige Angelegenheit. Na klar, kann man auch auf der Standard-Szenerie fliegen. Und viele Landebahnen und sowas, das da alles im Simulator vorkommt, die stimmen auch in Richtung Funkfeuer, alles Mögliche, auch das ILS. Aber die Gebäude sind dann eben nicht so schön dargestellt, wie eben die, ja, die Simulanten, die jetzt auf Pri, auf nicht mal Freeware, sondern auf P-Seiten fliegen. Also gekaufte Seiten und gekaufte Szenerien. Das war das Wort, nachdem ich geruht habe. Ne? Ja, man guckt natürlich in die Instrumente und nebenbei ein bisschen quatschen. Ne? Ja, da muss man schon gucken. Tja, Onkel Puh, schön deine Informationen. Also, ja gut. Vielleicht werden die da noch einige Probleme abarbeiten. Ich sag mal so, wir wollen ja vielleicht, also vielleicht mit drei Fragezeichen, diesen Simulator 2020 auf unserer kleinen Beach installieren, aber da fehlen noch entscheidende Schnittstellen, die unsere Systeme, auch die Displays, ansteuern würden. Also da warten wir noch drauf. Da möchte ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Es kann sein, dass wir auch bei der kleinen Beach sperren, die hier als Schulung fungiert, als Schulflieger, sage ich mal, bevor die Piloten auf sowas Großes kommen, was wir hier haben, unsere 737. Also die wollen wir vielleicht auf den 2020 setzen. Aber wie gesagt, großes Fragezeichen. Also klar, manchmal seht ihr auch hier im Display VORs, die gar nicht vonnöten sind. Das sind praktisch Frequenzen, die er sich einfach einfängt. Ja, zum Beispiel unten rechts, da steht VOR 2 und Bayreuth wäre das. Ne? Und das VOR Bayreuth läuft normalerweise auf 110,60. Aber warum sich das hier verirrt hat, kann ich dir so nicht erklären. Aber wenn ich jetzt aktivieren würde, der Spaß halber, kann man ja mal machen. 110,60, mal gucken, was passiert. Da sind wir wahrscheinlich noch außerhalb. Nee, macht er nicht. Da sind wir noch außer am DME, aber die Frequenz zeigt er an. Und na klar, man kann auch mal hier in unserem
Display gucken. Wir haben ja auch hier so ein iPad. Da steht dann auch eine kleine Tastatur zu. Also wir fliegen jetzt gerade in den tschechischen Luftraum. Ja, das sehen wir also hier. Ich halte es mal hier runter. Vielleicht seht ihr das ja. Das Weiße ist unser Flieger. Ne? Und hier geht es dann in den tschechischen Luftraum. Und weil es vorhin so schön war, können wir da mal einkommen lassen. Descend, descend. Ja, liebe 2020-Fans, also mein Beileid habt ihr. Ja. Ich sag mal so hinter vorgehaltener Hand, wer sich da tagtäglich mit beschäftigt, der tagtäglich arbeitet, diese ganzen Updates auszuführen. Ja, aber wer wirklich ein bisschen fliegen will, der sollte sich überlegen, ob er bei diesem 2020 bleibt oder nicht. Ja. Um Gottes Willen, ich will ihn nicht schlecht machen. Ja. Jeder ist seines Glückes Schmied, wie es so schön heißt. Aber ich aus eigener Erfahrung, ich fliege ja nur auch sehr lange Simulator und ja. Auch im realen Leben hat man sich mal mit Kollegen unterhalten, wo ich also noch real 80er Jahre, da war ja noch der C64, dann der Atari, ne? Und dann der Flugsimulator 4 und so ging es dann weiter, der 2002, dann wurde es schon interessant. Aber die ganze, ja, die ganze Hierarchie, wie das dann kam, bis zum jetzigen Standpunkt, also ich sage mal, Lockheed Martin war eine sehr gute Entscheidung. Ach, Handy, na klar. Pass mal auf, wir machen Folgendes. Damit es auch wieder spannend für dich wird, wir werden also in Tegel landen. Das ist das Programm. Aber vorher werden wir ein Touch and Go in Tempelhof machen. Vielleicht helfe ich dir da ein bisschen. Ja, machen wir das? Also, wir machen dann vor Tegel noch ein Touch and Go in Tempelhof. Da fliegen wir dann von der 27 rein. Ja, okay. Natürlich versuchen wir auch in der Zeit, die wir haben, sämtlichen Wünschen gerecht zu werden. Ne, Triebwerksausfall doppelt ist immer tricky. Mit einem Triebwerk okay, können wir machen. Und wenn dann irgendwann hier die Session Hudson River funktioniert, dann machen wir das auch wieder mit zwei Triebwerken. Aber da muss unser Mechaniker noch ein bisschen arbeiten. Das heißt, das Programm muss noch umgeschrieben werden. Dann machen wir auch hier im Action-Paket wieder Hudson River. So, wir nehmen mal wieder auf unseren FMC.
es jetzt geht. Ich glaube, jetzt geht's. Ja, das sind die kleinen Holpersteine, die wir ab und zu haben. Ja, ist wieder da. Sag mal, nochmal für die Gäste, wie viele Delinquenten haben wir denn demnächst im Cockpit? Sie haben insgesamt 4 Gewinnspiele, jeweils am Adventssonntag. Das heißt, jetzt läuft gerade eins. Okay. Bis zum nächsten Sonntag. Okay. Wieder eins, also bis zum 4. Advent sind insgesamt 4 Gewinner. Okay. Also ich hoffe, ihr habt so ein bisschen mitgekriegt. Also bis zum 4. Advent, da gibt es noch 4 Gewinner. Ja. Und ja, dann werden wir also hier einen Platz verlosen an meiner Seite. Und der, der hier reinkommt, der kriegt von mir ein bisschen Arbeit. Also stellt euch bitte nicht vor, wenn ihr hier reinkommt, dass ihr so in 10 Minuten die Kiste fliegen könnt. Und wenn hier was nicht stimmen würde, wir haben ja wie gesagt Level hier 1:1 für unsere Piloten, die hier zum Training kommen. Also es ist erschreckend real. Und gestern hatte ich auch wieder Gäste, denen es gar nicht so gut in der Magengegend war. Ja, also somit kann ich immer noch sagen, diese Illusion, die wir hier geschaffen haben, die ist super. So, ich hoffe, dass wir beim Anflug jetzt keine Störung haben. Aber ich werde mal trotzdem noch was versuchen, weil es gab ja damals ein Anflugfeuer, sage ich mal, Funkfeuer von Tegel. Mal gucken, ob das hier noch aktiviert ist. 112.30. Guckt doch mal bitte in euer Navigationsdisplay unten rechts. Da steht es auch Tegel. Ja? Und das ist jetzt praktisch die reelle Distanz bis nach Tegel über den Flugplatz. Aber wir werden ja vorher noch ein Touch and Go in Tempelhof machen. Herr Forrest, trotzdem schön, dass du aufgepasst hast. Danke, danke. Und ich hoffe, dass es jetzt hier auch weiterläuft ohne wesentliche Störung. Nicht, dass wir was ausmachen, dass da einer gehackt hat. Ne? Naja, ich hoffe nicht. So, für alle, die sich zugeschaltet haben, immer noch derselbe Status. Wir suchen Personal in Bezug auf Cockpit, Vertretung für mich. Ja, und die sollten auch eine Lizenz haben, die kann auch abgelaufen sein, kein Problem. Und wenn ihr als Flugbegleitung herkommt, na klar, könnt ihr ja auch ins Cockpit rein, als Gast, mal gucken. Und ihr müsst dann zwangsweise sowieso ins Cockpit rein, wenn ihr dann die Unterschriften für die Urkunden wollt, wenn ihr bei unserer Kinderveranstaltung helft oder auch bei Junggesellenabschieden, diverse Weihnachtsfeiern, die jetzt kommen. Also hier ist immer ein bisschen was los bei uns hier. Und da suchen wir auch Flugbegleiter, Flugbereiterinnen und natürlich auch Pilotösen und natürlich auch Pilot, klar. Ja, man kann sich natürlich denken, die Leute, die jetzt in Lohn und Brot stehen und für eine Airline arbeiten, ja, ob die sich dann so eine Zeit nehmen, just for fun, bei uns hier so ein bisschen, ja, den Leuten was zu erklären. Ist auch sehr interessant, ich sag mal so, durch die großen Katastrophen, die wir hinter uns haben, 9/11, dann der German Wing Selbstmörder, ja, die Cockpit-Tür sind zu, es kommt also keiner mehr rein. Und ja gut, deswegen haben wir eigentlich hier so einen schönen Zulauf, weil viele Leute interessiert ist, was hier alles abgearbeitet werden muss, um so einen Flieger eben von A nach B zu kriegen. Ja gut, die Simulatoren, die es jetzt gibt hier, ja, 2020, momentan das Stiefkind, schätze ich mal. Und was jetzt läuft, Prepare 3D, das ist hier was ziemlich Stabiles. Und da gibt es dann auch sehr viele Umsetzungen von unserer Boeing hier. Also von der PMDG, das ist die Firma, die diese gebastelt hat für den Simulator. Und die PMDG, die habe ich selbst zu Hause auch, die ist sehr gut umgesetzt. Und wer die zu Hause so hat, der liegt hier schon ganz weit vorne. Falls ihr uns mal besuchen kommt, Flugsimulator Berlin in der Luxemburger Straße 20B.
So, das IOA haben wir also von Tegel und ich werde jetzt das ILS schon mal aktivieren, wer es noch im Kopf hat. Das ist 110.10. Die ist bezogen, die Frequenz, auf die 2,6 rechts in Tegel. Ja, dagegen in Tempelhof, da gibt es nichts mehr an Navigation. Ich werde also diesen Flughafen natürlich nach Sicht anfliegen. Da gibt es also weder die rot-weiße Befeuerung, die den Piloten sagt, dass wir da zu hoch oder zu tief sind, noch irgendwelche anderen Funkfeuer. Das, was mal Tempelhof war, ist es bei Schönefeld. Das war die Frequenz 114.10. Die ist jetzt zugeordnet zum BBBI. Ja, die könnte ich jetzt hier auch mal beispielsweise aktivieren. Mal so spaßhalber. 114.10. Da müsste man auch schon in Reichweite sein. Na, mal gucken. Nee, haben wir noch nicht. Doch, jetzt haben wir sie. Da steht es auch auf VOR 1 BBI 65 nautische Meilen. Ne? Das wäre jetzt hier, wenn wir in Schönefeld landen wollen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen ja ein Touch and Go in Tempelhof machen. Und natürlich landen in Tegel. So, ich habe es gemerkt, wir sind im Descent. Der Flieger hat also die Power ausgenommen und wir werden im Descent bleiben. Und ja, bei uns sind immer die Flugsicherungsleute gut gelaunt. Das heißt, wir kriegen direkt auf die 3000 Fuß runter. Wir brauchen also kein Treppchen fliegen. Ja, den Anflug in Tempelhof, den machen wir natürlich von Hand, logisch. So, wir werden mal so einen kleinen Schlenker über Klaasdorf machen. Mal gucken. So, ich habe es Klaasdorf mit reingenommen, weil wir dann so mal kurz im Tempelhof runtergehen. So, da will natürlich unser Flieger so ein bisschen Hilfe haben, weil wir jetzt den Anflug Richtung Tegel etwas verkürzt haben. Das heißt, wir werden jetzt mal die Speed Brakes aktivieren. Ja, das Geräusch kennt man. Hier im Cockpit ist es immer ein bisschen lauter. Ja, im realen Leben, die Scheiben, die sind ja auch hier fast 5,5 cm dick. Und da hat man hier im Cockpit vielleicht so ein bisschen Dämmung weggelassen.
Deswegen ist es hier immer etwas lauter. So, wenn man Tempelhof den Touch and Go macht, natürlich werde ich hier keine Hydraulikbremsen zu Hilfe nehmen. Anti-Skid lassen wir also weg. Und wir werden den Touch and Go mit vielleicht 20 Grad Klappen machen. Und dann geht es Richtung Tegel. Also nochmal Dank an eure Hilfe da draußen. Wenn hier mal was zusammenbricht, Ton oder Bild ist weg, meldet euch rechtzeitig. Der Chat scheint eigentlich stabil zu bleiben. Da ist mir dann auch geholfen, dass ich dann nach der Regie schreie. Ja, oder wir können es verabreden, wenn hier was nicht stimmt, dass ich dann die Fire Warning Bell mal zur Hilfe nehme. Dass dann unser Regiemensch weiß, also mein Filmteam hier weiß, dass da was nicht stimmt. Aber das werde ich nachher absprechen bei der nächsten Session, wenn hier mal was nicht stimmt. Also Fire Warning Bell ist dann Hilfeschrei des Piloten, der hier außerhalb vom Bild ist. So, vor uns haben wir unser VOA Klaasdorf. Dann will er natürlich wieder ein bisschen Hilfe haben, also die Speedbrakes wieder aktivieren. Was ist immer Drag Required, was da unter der Zeile kommt beim Flight Management Computer? Tempelhof, ja, das war auch eine schöne Zeit. Wer so Tempelhof kennt, auch als Pilot. Ich bin auch damals in kleineren Maschinen geflogen. Ja, die Charterflüge nach Heringsdorf von Tempelhof haben wir die gemacht. Und dann wieder zurück nach Tempelhof und dann an den Schlafzimmerfenstern vorbei. Ne? Also es war sehr amüsant. Das werde ich mal ein Experiment machen. Mal gucken, ob das klappt. Also gibt es nicht mehr. Eddie hat da nicht mehr in der Database drin. Eddie war die Abkürzung von Tempelhof, Echo Delta Delta India. So, wir gehen jetzt auf der Streckenautomatik, gehen wir raus. Ich gehe jetzt auf Level Change. Und wir fliegen jetzt gerade über Schönefeld. Und dann geht es Richtung Tempelhof. Da werden wir dann Touch and Go machen. Tempelhof wie in alten Zeiten. So, die Steuerung will ich jetzt vorwiegend mit Heading machen. Also Heading Select. Dann werden wir auch Geschwindigkeit weiter reduzieren.
naja, ein bisschen diesig Winterluft haben wir hier schon. Ne? So wunderschön ist das nicht. Aber naja, man kann sich das Wetter ja nicht aussuchen. Ja gut, das war so eine kleine Lüge am Rande. Hier natürlich schon. Ich kann ja hier den Wettergott spielen. Aber ich versuche das jetzt mal der Jahreszeit so anzupassen. Also wir haben ja kein reales Wetter. Ja gut, darüber denken wir noch nach. Ob wir das da mal machen irgendwann. Das wäre dann die Plattform Active Sky, die auch sehr viel von Heimsimulatoren genutzt wird. So, 10.000 Fuß, machen wir Lichter wieder an. Unsere Triebwerke auf Continue. Dann fahren wir schon mal die Flaps raus. Dann geht es weiter mit der Geschwindigkeit runter auf 160. So, Tempo fliegen wir also ja, per Hand an. Da gibt es keine Navigation mehr für. Ich habe mich natürlich gewundert, dass ich für Tegel noch Luftstraßen kriege. Super. Mal gucken, wie lange wir die noch behalten. So, da werde ich mal den weißen Stock aus dem Fenster halten, ne? Damit wir auch Tempelhof finden. Ja, Navigation ist trotzdem, wenn man ankommt. Oder wenn man trotzdem ankommt, könnte man so sagen. Aber man weiß sich ja zu helfen. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wo ich bin jetzt also Richtung Westen unterwegs. Achte natürlich auf den Wert unten rechts, das ist Tegel. Ne? Und dann sind wir natürlich ein bisschen weit weg in Bezug auf die Runway von Tegel. Das macht ja nichts, wir werden sowieso eine Rechtskurve machen auf den Anflug in Tempelhof.
spannend, wa? Ja, sorry, also wir machen diese Plattform hier nur auf Deutsch. Das hat auch seinen Hintergrund, weil ja auch viele Leute, die jetzt selber im Simulator zu Hause rumspielen, das auch so interpretieren. Auch hier diese ganze Beschreibung vom Flight Management Computer, dass man das mal nachspielen. Also Mounted Eve, we are a real flight simulator in Berlin. And we make it only in German. Falls du uns verstehst. So, dann gehen wir mal auf Tempelhof. Ja, so schwach kann man was erkennen. Wir haben jetzt also hier schon den Kühlturm vom Kraftwerk Reuter Spandau vor uns. Das war der Autopilot, weil wir gesagt haben, wir fliegen das von Hand an. So, jetzt müssen wir ein bisschen schärfer die Augen stellen. Vor uns haben wir dann Tempelhof mit den zwei Runways und wir gehen auf die 09er Left. Ja, und hier gibt es eben kein Anflugverfahren. Das ist also, ja gut, ich sag mal, für mich sind es Erfahrungswerte, wo der Vogel sein muss, um jetzt auf der Bahn da aufzusetzen. Ja, damals, als der Flughafen noch richtig in Betrieb war, ne, da kam ja auch mal von Panem eine 747 runter in Tempelhof, das ging also auch. Oder Tag der offenen Tür, die Galaxy war ja auch schon mal da, also es ist durchaus machbar. So, das ist schon ziemlich nah über die Häuser hier. Wir haben jetzt im Fluglageanzeiger auch die reale Höhe gemessen aus dem Fahrwerk. Flight slow. Na ja, klar, hier meckert er natürlich, weil der Flieger Flight denkt, slow. Wir landen in Tegel. 500. Flight slow. Ist aber nicht der Fall. Flight slow. Flight slow. Flight slow. Das sind die navigatorischen Irrtümer eines Fliegers. Flight slow. 400. Flight slow. Flight slow. 300.
Too low, flaps. 200. Too low, flaps. Das ist natürlich klar, wir machen ja ein Go-Around. Too low, flaps. Und da haben wir nur too low, flaps. 25 Grad Flaps zu stehen. 100. Too low, flaps. 50, 40, 30, 20, 10. Das war Tempelhof und dann gibt es wieder Gas. Dann schmörgeln wir hier im Hotel Estrel vorbei. Da gehen wir mal ruhig ein bisschen runter, dann seht ihr den auch. Ne? Jetzt werden die alle aus ihren Hotelbetten. Da haben wir Estrel vor uns. Dann sind das hier die Hochhäuser von der Aaronstraße. Und dann gehen wir Richtung Tegel. So, wenn ihr mal ins Navigationsdisplay guckt, da seht ihr jetzt den Waypoint Hurghab. Der ist genau auf der Centerline. Und wir werden jetzt noch ein bisschen Distanz gewinnen, dass wir ein bisschen rauskommen von Tegel. Ich kann ja mit so einer Boeing keinen Haken schlagen, also brauchen wir ein bisschen Distanz, um einen sauberen Anflug zu kriegen. Dann versuche ich natürlich auch manuell die 3000 Fuß zu halten. Mit Automatik kann ja jeder. Und 80 Grad, das wäre jetzt der Gegenanflug von Tegel in diesem Fall. Ja gut, Hindi, an dieser Stelle danke, dass du so ein bisschen hilfst den englischen Kollegen hier. Und zwar die Kollegen auf der Plattform. So, dann gucken wir mal, was unser Flieger ausgerechnet hat. 30 Grad Klappen, 137 Knoten. Das ist dann unsere Aufsatzgeschwindigkeit. Da kann man natürlich noch plus 5 zutun. So, dann geht's auf unseren Anflug. Tegel, wir kommen. Flaps 1. Reset. Ja, da gibt es natürlich den Spruch, den die Piloten auch lernen. Viele fragen sich, ja, wie schön das mit Hand geht, ne, ohne Automatik. Ja, die Piloten, die lernen natürlich auch einen Spruch in ihrer Ausbildung. Der Spruch heißt, wann, in welcher Situation, wie viel Manipulation, wann machst du was, um den Flieger dahin zu kriegen, wo man den hinhaben will. Und das alles natürlich auch passagierfreundlich.
Möchte, dass wir dann den ganzen Tomatensaft in der Kabine verteilen? So, jetzt werden wir uns den Localizer einfangen von Tegel. Ach ja, Handy, das sind so Erfahrungswerte, die ich jetzt habe. Und jetzt fliegen wir auf Klappenstufe 2. Der Hintergrund ist der, wenn ich jetzt die Klappenstufe gleich 5 aktiviere, dann habe ich ja auch, wenn ich jetzt Gas rausnehme, schon wieder das nervende Geräusch von der Gearwarning. Deswegen zögere ich das ein bisschen raus mit der großen Klappeneinstellung, falls dir diese Erklärung hilft. Ja gut, da könnte man vielleicht noch was ändern, dass die Gearwarning etwas später kommt hier. Das ist dann aber Sache von unserem Mechaniker. Da habe ich jetzt hier die Flaps runter reinnehmen, ja, dann habe ich jetzt meine Gearwarning. Ne? So, rennen in die Winterluft. So, von der Planung haben wir die 26 rechts in Tegel. Heißgeliebter Airport. Ja, mein Gott, es gibt auch Leute, die jetzt froh sind, dass Tegel zu ist. Ja, gut. Ja. Ich bin es bestimmt nicht. So, Glide Slow Alive, Localizer established. So, da geht es über den Kutschi rein, über den Kutschumha-Damm kommen wir. Ja, natürlich, der nicht vorhandene Co-Pilot, der würde jetzt schon die Checklisten durchgehen. Ja. Natürlich fangen wir hier auch an, Runway Heading, dann die Go-Around Altitude, die wir hätten. Ja, das sind alles Sachen, die wir aus der Karte entnehmen. Das sind doch die ganzen Parameter, die man hier so einstellt. Aber vielleicht habe ich ja mal wieder eine Vertretung für nächstes Jahr. Da warten wir noch drauf. Moin Diverto, sei gegrüßt. We are on final von Tegel. So, jetzt habt ihr natürlich die akustische Höhenansage. 1000, 1000 Fuß, 300 Meter. Aber das wissen wir ja.
500. Und rüber über die Stadtautobahn. Da saßen damals die ganzen Planespotters. Weit slow. 200. Weit slow. Continue. 100. Zwei weiß, zwei rot, wie im Bilderbuch steht. 50, 40, 30, 20. Approaching minimums. 10. Ach, ist das schön zu Hause. Ja, das war mal. So, dann gehen wir mal hier raus. Und dann stehen wir gleich wieder auf der Startbahn. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ich werde jetzt noch die Strecke rausnehmen. Sonst verschluckt sich mein kleiner Flight Management Computer wieder. Und dann gebe ich nur so ein paar Parameter nach Leipzig an. So, also Strecke nehmen wir raus, dann nehmen wir die neue mal rein, wir starten EDDT nach Leipzig, Echo Delta Delta Papa und wir starten mal auf der 08 rechts, dann gehen wir mal nach Brane. Und dann gehen wir nach Magdeburg. Und dann gehen wir auf die 26 links. Dann könnten wir auch über Gotha gehen. Wenn uns das zu lang wird, dann kann man natürlich wieder so ein bisschen was rausnehmen. Gotha brauchen wir eigentlich gar nicht. Dann gehen wir gleich auf Leck. So, und damit der was zum Rechnen hat, werden wir natürlich wieder Hot Refuel machen. Gehen wir davon aus, die Passagiere, die wir haben, sind alles angehende Piloten, die zum Trainingsflug unterwegs sind mit uns. Und dann haben wir wieder unsere Beladung, die wir dann zum Rechnen brauchen. 2 Tonnen Reserve, Kursindex 40. Und dann kriegen wir auch die Höhe, die er ausgerechnet hat. Naja, Flugfläche 150 machen wir, das reicht allemal. Dann haben wir mal hier 100 Grad mit 9 Knoten. Temperatur minus 1 Grad ist ja Winter. Und da machen wir dann so 5 Grad Flaps. Und dann sollten wir auch die Geschwindigkeiten kriegen. Da ist er bei 19,2%. So, ihr Lieben. Auf nach Leipzig.
Ja, Tegel. Vor uns haben wir die Run-Up-Halle, wo dann die Engine Change und Tests liefen. Ja, die große Lufthansa-Halle. Da wurden damals unsere Flieger auch ab und zu repariert, wenn was Größeres war. Ja, war eine schöne, geile Zeit. So, dann auf nach Leipzig. Ja, keine Angst, da kommt noch ein bisschen mehr Gas, ne? Positive Red, gear up. Geplant. 15.000 Fuß. So, das ILS in Leipzig kann man sich ja schon mal einstellen. 110,30. So, dann gehen wir wieder auf unsere Höhe, die wir brauchen. So, der George übernimmt die Arbeit wieder. Das ist der Name von unserem Autopiloten. Und dann kann unsere Kabine auch wieder ein bisschen anfangen zu arbeiten. So, eine Intercept brauchen wir jetzt nicht. Da gehen wir gleich Richtung Romeo Whisky. So, Leipzig hat natürlich auch so ein Funkfeuer. Ja, wie schon mal erklärt, Funkfeuer, ein Leuchtturm ohne Licht. Das ist die 115-85. Ja, mit den Landungen hatte ich ja schon mal gesagt, da gibt es ja einen Spruch. Ne? Also jede Landung ist gut, wenn der Pilot in der Lage ist, den Flieger freihändig zu verlassen. Und jede Landung ist super, wenn man den Flieger hinterher noch mal benutzen kann. Ne? 10.000 Fuß, Lichter aus. Ja, kann man so ein bisschen Sarkasmus fliegen lassen. Aber erst mal ganz schnell rausguckt, da sieht er noch mal Tegel von oben. Ach ja. Da fließen Erinnerungen. Ja, Schieb, sei gegrüßt. Guten Abend dir. Naja, also wir sind da noch eine relativ junge Plattform. Jetzt sind wir schon vielleicht fast 2 Monate drauf. Ja, und gut, ich sag's mal so,
für alle, die sich hier frisch zugeschaltet haben, auch wenn ich mich nochmal wiederhole, wir versuchen diese Plattform natürlich auch ausschließlich in Deutsch zu behalten, damit auch Leute, die selber auch im Simulator zu Hause spielen oder simulieren, kann man ja sagen, hier auch mitkriegen, was hier so alles abgearbeitet wird, auch mit dem Flight Management Computer, dass man mal nachspielen kann. Ach ja, es ist eine feine Geste. Heutzutage sind die Türen zu. Ja gut, wenn bei uns mal Turbulenzen waren bei der Euro Berlin, da waren die Türen auch zu. Aber zumindest ja, hat uns das Personal gesagt, dass die wieder mal geklatscht haben. Ja, mein Gott, wer klatschen will, soll klatschen. Ne? Ich sag mal so, die Landung, das ist eigentlich die Minimum-Anforderung des Piloten, dass er hinbringen muss als sein Job. Ne? Das muss er hinkriegen, die Landung. Ja, das ist die Minimum-Anforderung. Das müsste man können. Ja? Ja gut, ich meine, wer klatschen will, da freuen wir uns auch drüber, dass die Gäste alle zufrieden waren. Eher nicht so gut, wenn die alle rumschreien. Ja gut, da sind wir manchmal nicht dran schuld. Da kann auch mal das Wetter verrückt spielen. Ich sag mal, Kopfsteinpflaster, Einbahnstraße, das hast du hier oben natürlich in der Luft auch. Ja, Schieb 2, na klar, du kannst hier Stunden buchen ohne Ende. Solange wie das Portemonnaie reicht. Meine Direktion hat gesagt, also bis vor Weihnachten halten wir die Preise noch. Also ich glaube hier, wir werden so die Stunde 15, das ist dann Economy, auf 149 halten. Kann sein, dass das nächstes Jahr so ein bisschen teurer wird. Da werden wir wahrscheinlich vielleicht auf 160 rutschen. Ich kann es euch noch nicht versprechen, wie die Preisentwicklung hier eben sich da etabliert. So, mal fliegen nach Leipzig. Ich hatte gesagt, man kann natürlich auch hier Wegpunkte wegnehmen. Natürlich in Absprache mit der Flugsicherung. Ich nehme jetzt mal Brane. Und der Kleber gleich nach Magdeburg. So, dann werden wir uns die restliche Strecke zusammenzimmern. Also am Ende des Anflugs kann man immer noch was deichseln. Oder wir haben mal Pen Pen. Ne? Dann sind wir eben legal, dass wir mal unter 10.000 Fuß etwas schneller fliegen können. Pen Pen ist so ein Dringlichkeitsanruf. Dann haben wir eben mal einen Passagier, der ein bisschen krank ist, der ganz schnell ärztliche Hilfe braucht. Dann werden wir unseren Flieger auf die Nase stellen, runter, ab zur Landebahn. Und dann sollte auch schon, ja, der Rettungswagen auf der Runway stehen. So, der Hintergrund ist der, wir fliegen hier auf der Plattform Prepare 3D Version 4.5. Das ist hier Prepare 3D, so heißt unser Simulator, den wir hier haben. Und wir sind hier eine Boeing 737-700. Und das alles rundherum ist also ein reales, echtes Cockpit. Kein Plastik. Schieb 2, geh da einfach mal auf unsere Internetseite, Flugsimulator-Berlin. Da siehst du auch den Demo-Film, wie das hier alles so entstanden ist. Da hat man schon mal ein bisschen Überblick, was dich hier so alles erwartet.
So, den können wir auch rausnehmen. So, ich habe den Anflug jetzt mal ein bisschen regiefreundlicher gestaltet. Da heißt es wieder, na? Ganz schnell zur, naja, Approach into the beer time, ne? Kühlen, ne? Das Quatschen ist ja doch immer ein bisschen anstrengend. Gut, meine Regie passt da mal auf, dass da schön viel Bonbons bei mir liegen. Aber heute geht's ja. Vor dieser Session hatte ich ja Gott sei Dank keine, aber hinter euch kommt noch hier eine Veranstaltung. Und dann bin ich dann morgen wieder für euch da. Und was ich da noch treibe mit euch, weiß ich noch nicht ganz. Vielleicht versuchen wir noch mal Griechenland, Athen, Samos oder Rhodos. Da ist ja letztes Mal was schief gegangen. Vielleicht werden wir das morgen hinkriegen. So, dann gehen wir auf unsere Approach-Ref mal rüber, was der da ausgerechnet hat. Also 139 Knoten, Aufsatzgeschwindigkeit plus 5, 144 haben wir dann in Leipzig Aufsatzgeschwindigkeit. Runway Heading haben wir 263 Grad. Das findet man natürlich alles in der Anflugkarte, auch hier in der Datenbank vom Flight Management Computer. So, ihr da draußen, ich kann ja mal ein bisschen so machen, finde ich ganz dufte, einer fehlt noch. Dann haben wir 100 Follower auf unserer relativ jungen Plattform. Da sind wir schon sehr stolz, dass wir in der kurzen Zeit hier ein paar Leute für uns begeistern können. Auch wenn ihr mal live vorbeikommt, freuen wir uns natürlich doppelt so viel. Also Geheimtipp, eine Stunde ist schon ja, konzentriert. Was ich euch empfehlen würde, wenn ihr das erste Mal hierher kommt, 2 Stunden 45, das wäre dann der Tarif Business. Da kann man schon mal in die Technik des Fliegers gehen und dann hat man auch selber mal hier die Möglichkeit, vielleicht den Flieger bis zur Landung alleine zu steuern. Ich sag mal so, wenn ihr versucht, den Flieger alleine zu steuern, ohne Vorbereitung vom Cockpit, ja gut, dann habt ihr die Chance wie das Huhn beim Metzger. Da sind wir auch wieder bei der Session. Wir bieten ja auch Mayday an. Und Mayday, da seid ihr hier alleine im Cockpit. Ja, ich sitze dann da vorne am Tresen beim Fass Bier. Natürlich nicht. Ihr habt dann Headsets auf. Ihr seid mit eurem Partner, Partnerin hier im Cockpit alleine. Und ihr seid in einer Notsituation zwischen Ibiza und Mallorca. Beide Piloten sind ausgefallen. Und ihr müsst den Flieger alleine runterbringen. Nur mit der vertrauten Stimme des Controllers aus Mallorca. Auch sehr spannend. So, und wenn es mal verschiedene Leute schaffen, das heißt, das ist kein Geheimnis, wir werden die Delinquenten mit der Vollautomatik landen lassen. Und wenn da noch Zeit ist, dann setze ich den Flieger wieder auf den Enternflug. Dann sage ich zu dem Delinquenten, jetzt versuchst du das mal ohne Automatik. Ja, und fast 85% endet dann im Crash. Ja gut, es ist also hier auch der Fall, Learning by Doing, ohne Ende. Ja gut, also wir werden es nicht allzu schwer machen, also wir werden das auch hier auf Deutsch machen. Und wenn so ein Fall wirklich mal eintreten sollte, ich kann es auch noch nicht recherchieren, ob das schon mal passiert ist, dass eben so ein Flieger in einer Situation war, ja. Oftmals ist es Keentop, wie es so schön heißt. Aber ich denke mal, wenn der Controller in diese Sache kommt, dann wird er sich einen Kapitän oder einen Piloten, der dieses Muster fliegt, auf den Tower holen. Und der Pilot wird dann ja, den Gast, den Passagier praktisch runtersprechen. So stelle ich mir das vor im Normalfall.
So, dann gucken wir mal. Naja, 35 Meilen haben wir noch, knappe 7 Minuten. Das heißt, wir können jetzt schon mal auf die Anflughöhe gehen. 3000 Fuß, das wäre der Anflug für Leipzig. Das stellen wir uns noch ein. Da wird jetzt gar nichts passieren. Wie ihr schon so mitgekriegt habt, erst wenn wir in unserem Navigationsdisplay dieses Top of Descent sehen, dieses grüne T/D-Delta, dann wird der Flieger die Geschwindigkeit rausnehmen und wir werden in den Sinkflug gehen. Nee, PMDG als Software fliegen wir hier nicht. Das ist eine extra Software, die hier auf uns zugeschnitten ist. Die heißt ProSim, ist kein Geheimnis. ProSim ist also eine etwas andere Software, die also auch für die Berufspiloten angeglichen ist. Also die Arbeitsweise von PMDG kommt hier schon sehr nah ran. Da kann ich dich schon ein bisschen beruhigen. So, damit es nicht so langweilig wird, wieder meine Kurve. Wir sind jetzt bei Magdeburg. Und dann geht's runter. Ja, wie schon angedeutet, auch von eurer Seite könnt ihr auch mal Vorschläge kommen in Bezug auf Strecken, aber bitte nicht länger als eine Stunde 30, dass wir vielleicht hinterher noch einen kleinen Flug machen können, dass wir dann so immer die 2 Stunden hier rumkriegen. Und ja, was jetzt die Weihnachtszeit anbetrifft, da kann es sein, dass wir mal einen Dienstag, Mittwoch ausfallen lassen. Aber ich denke mal, die Regie wird euch da vielleicht noch mal einen Hinweis einblenden. Oder ich habe es da einen Kollegen, der mich vertritt. Das ist natürlich auch die Sache. An der Stelle noch mal, wir suchen natürlich Personal für unsere Flugbegleitung und natürlich auch fürs Cockpit unserer 737. So, ihr seht es in der ersten Zeile vom Flight Management Computer, Lima Echo Golf, LEG. Das ist das VOR von Leipzig. Und da haben wir auch die Distanzanzeige, DME, Distance Measuring Equipment heißt das. Und 34 Meilen haben wir noch. Jo, Diverto, wir sind heute von Innsbruck gestartet, wir sind aber schon in Innsbruck gelandet. Und wenn es mal irgendwie reinpasst, also in den nächsten Sessions, die nächste wird es nicht sein, dann werden wir auch mal wieder Innsbruck anfliegen. Ich glaube, da müsste schon bei YouTube was drauf sein. Ich glaube, Frankfurt-Innsbruck hatten wir schon gemacht. Ja, das kannst du dir mal angucken. Das müsste vielleicht schon bei YouTube dran sein. Weil die Sessions, die wir hier drehen, die jetzt auf Twitch sind, ja, die bleiben meistens so 2 Wochen drauf oder vielleicht 3 Wochen und dann werden die weg sein. Und unsere Regie wird immer versuchen, das zweigleisig hinzukriegen, dass wir die gedrehten Sessions, die wir jetzt momentan haben, auch schon auf YouTube streamen, dass ihr da ein bisschen länger Zugriff habt. Auch wenn jetzt einige von euch aus beruflichen Gründen eben jetzt nicht gleich live bei Twitch sein können. So, ich glaube, Innsbruck haben wir auch gemacht.
mit zwei Anflügen, dass wir einmal auf der 2.6 runter sind und dann haben wir da auch wieder einen Go-Around gemacht und dann auf die 0.8 runter. Aber wenn nicht, dann werden wir das noch machen. Ja, 0.8 ist ein bisschen tricky anzufliegen, da hast du nicht viel, beim Flieger kannst du sagen, Rangierfreiheit, ne? Also du musst dann praktisch im Tal drehen, dass du dann auch auf die 0.8 kommst. Der Anflug ist schon tricky, der will auch gelernt sein. Und Innsbruck ist ja auch einer der Flughäfen, wo du eine spezielle Ausbildung, also eine Zusatzlizenz brauchst. So, ihr seht, Top of Descent, die Nase geht jetzt runter. Und dann Approaching through the Beer Time, nach Leipzig meine ich. So, wir gucken aber trotzdem auf unserer Anflugseite, ob alles so geblieben ist oder sich die Geschwindigkeit geändert hat. Nein, 30 Grad, 139 Knoten plus 5, also mit 144 fliegen wir in Leipzig an. Na klar, die Landebahnlänge siehst du da auch auf dem Flight Management Computer. Wir haben in Leipzig zur Verfügung 3599 Meter, sind 11.811 Fuß. Das ist alles aus der Datenbank vom Flight Management Computer. Gut, im normalen Leben, im realen Leben hast du natürlich auch Anflugpaten bei. Habe ich auch schon in verschiedenen Sessions beigehabt. Diesmal ja, habe ich sie nicht beigehabt. Bonsai, ja, sei gegrüßt. Akiatus hatten wir auch schon angeflogen. Aber wenn da Wünsche öfter auftauchen, dann machen wir das mal. Versuchen dann Sakiatos vielleicht vom anderen Flughafen anzufliegen, dass wir schon vielleicht auf Heraklion sind oder dann nach Sakiatos. Wir müssen ja gucken, dass wir mal die Zeit reinkriegen. Ne? Also von den Anflügen, der tricky ist in Griechenland, das ist und bleibt Samos. Ja? Korfu, ja okay, haben wir auch schon gemacht. Aber wenn da Wünsche des Öfteren auftauchen, dann fliegen wir das auch nochmal an. Ja, wir wollen ja auch so ein bisschen Wunschkonzert auf der Plattform machen, aber ist kein Geheimnis. Letztes Mal ist so ein bisschen was schiefgegangen bei den griechischen Inseln. Das muss ich alles nochmal testen, damit wir doch störungsfrei mal wieder Samos oder Sakiatos anfliegen können. Ja, Glückwunsch an euch. Wir haben die 100 erreicht. Wir freuen uns natürlich über jeden Follower mehr und dann stellen wir auch fest, die Session, die Seite, die macht hier Sinn, dass es doch viele Leute gibt, auch die älteren Semester sind, die sich mit der Fliegerei jetzt im Home Simulator mal beschäftigen, um es mal zu wissen, wie so die ganzen Arbeitsweisen der Piloten hier sind. Und da bin ich nochmal an der Stelle, denkt dran, am 14. Dezember. Da ist nochmal mein Kollege Said hier, der auch bei der großen Airline Real fliegt. Und der fliegt auch hier mit Gästen. Aber der liebe Said, der verlässt uns leider. Und deswegen suche ich auch krampfhaft Personal. Also 14.12. nicht vergessen. Ja, der Verto, ja, können wir machen. Da muss ich mal gucken, was wir da an Updates haben in Bezug auf Kanada und Alaska. Ja, also da gibt es dann dementsprechend auch Szenerien. Da muss ich meinen Chef dann überzeugen, dass wir die dann anschaffen. Ja, also da muss noch was passieren. Gut, wir können auch die Strecke mit Standard fliegen. Sieht ja nicht so schön aus, aber ich gucke mal, was ich da machen kann. So, 10.000 Fuß, Lichter wieder an. Und dann werden wir mal aus der ganzen Navigation rausgehen. Wir fliegen ja doch wieder ein bisschen manuell.
ab und zu darf er das machen. So, damit ihr auch mal wieder seht, dass die Warnungen hier alle funktionieren. Ich habe ja gesagt, dass wir uns jetzt bei dem Anflug vielleicht nicht an luftrechtliche Sachen halten, weil wir haben ja vielleicht einen kranken Passagier an Bord. Ja, mit sowas musst du rechnen, ne? Dass hier mal so Situationen auftauchen. Man soll sich hier der Sache nicht sicher sein. Ja? Hat sich aber angekündigt, dass wir nicht an luftrechtliche Sachen uns bei dem Anflug hier halten. Ja? Weil wir haben einen kranken Passagier. So, Localizer established. Glide slow alive. Ach, ist das schön, das schneit. Ja, ein bisschen Weihnachtsfeeling kann man ja auch hier haben. Ne? Ich hätte es jetzt hier aufs Panel so ein bisschen Deko hingestellt, aber das würde natürlich für euch die Sicht so ein bisschen einschränken. Also haben wir das gelassen. Du, das ist eine super Erklärung, die würde ich auch tolerieren. Ja? Das kannst du auch mal selber vorbeikommen und hier die Sau rauslassen. Wir machen das sehr gerne hier, was hier so alles möglich ist im Simulator. Ne? Ich glaube, bei YouTube ist noch die Strecke drauf, wo wir von Frankfurt nach Heathrow geflogen sind. Da haben wir den Flieger mal umgedreht. Ne? So, Pi mal Daumen, Denzel Washington, ne? Machen wir hier auch. Na klar kann man sich die Situation ausdenken, ne? Um die Zeit so halbwegs rumzukriegen und natürlich auch die Zuschauer so ein bisschen bei Laune behalten. Kann ich dir ruhig erklären. Also bei den Kinderveranstaltungen, da müssen wir permanent die Sau rauslassen, aufgrund der Overspeed, weil sonst schaffen wir die Zeiten hier nicht. Ja. Also, das finde ich immer ganz spannend, dass wir auch hier mit den klickernden Geräuschen hier teilweise unterwegs sind. Ja, nicht immer, aber manchmal kommt es halt durch. Glide slow. Yo. Glide slow.
Only Red, You Are Dead. Aber auch hier gibt es Toleranzen. 200. Ja, ein bisschen Wind haben wir hier, aber egal. Müssen wir durch. Glide slow. 100. Glide slow. 50. 40. 30. 20. 10. Ach, da drehen wir den Flieger mal hier um. Ist ja auch machbar. Ja, dann herzlich willkommen in Leipzig, ab zum Striezelmarkt, oder ist das in Dresden? Naja, gut. Manchmal fällt doch die Navigation so ein bisschen aus hier. Striezelmarkt ist Dresden. Ich will mich da nicht verbrennen. Jedenfalls haben wir ein bisschen Schnee zum Abschluss hier. Und dann toben wir mal zu unserer Parkposition. Ja, und morgen weiß ich noch nicht, wie ich das so zeitlich hinkriege. Also die Zeit, die wir veröffentlicht haben, die wird bleiben. Aber ich muss mir das nochmal angucken, was da mit den griechischen Inseln ist, ob wir das nochmal schaffen, weil wir da eben diverse Ausfälle haben. Tja, die Einwinker sind auch schon beim Bier trinken. Oder Glühwein, ne? Das wäre natürlich eine Maßnahme. Es fliegt sich dann auch viel entspannter. Nee, Alkohol im Cockpit geht natürlich nicht. So, in diesem Sinne, ihr Lieben, wir schalten wieder unseren Strom um, damit wir unsere Pötte ausmachen können. Und ich hoffe, dass wir unsere Passagiere genug durchgeschaukelt haben, dass sie also wohlbehalten auch aussteigen kann. In diesem Sinne, falls einige von euch nicht mehr bei der nächsten Sendung bei sein sollten, euch frohe Weihnachten, unfallfreien Rutsch und always Blue Sky, ein bisschen mit Schnee und Happy Landings. Macht's gut, tschüss.